Thank you.
Also, Fräulein Fendt, Sie hatten Umgang mit einem gewissen Paul Krüger, nicht? Was?
Also, Fräulein Fendt, Sie hatten Umgang mit einem gewissen Paul Krüger, nicht? Was? Ach, Sie wollen nicht antworten. Na. Frau Fendt, nach der Untersuchung des Arztes ist der letzte Eingriff vor 3 Tagen geschehen. Wer hat ihn denn vorgenommen? Was? Auch keine Antwort. Na. Wachtmeister! Herr Kommissar? Wachtmeister, führen Sie mal die Untersuchungsgefangenen herein. Jawohl, Herr Kommissar. Paul, Paul! Hilde! Krüger! Sagen Sie mal, woher hatten Sie denn das Instrument? Nicht von Ihnen. Hören Sie mal zu. Wir wollen mal annehmen, ihr seid wirklich im Recht. Warum rührt ihr euch dann nicht? Wo sind denn die Millionen? Wo bleibt denn das Volk? Die schlafen noch. Und vielleicht müssen noch 100.000 Frauen im Fieber verrecken. Und wie wollt ihr das ändern? Geburtenregelung! Den Millionen Arbeitslosen, Wohnungslosen, Brotlosen muss der Staat helfen und nicht der Abtreiber. Das ist der Geist, der allein in Deutschland in jedem Jahr 8 mal 100.000 Mütter mit dem Gesetz in Konflikt bringt. Ein Gesetz, das in jedem Jahr 8 mal 100.000 Mütter zu Verbrechern macht, das ist kein Gesetz. Ach Gott, also... Halten Sie hier keine Reden. Wachtmeister. Kommissar. Wachtmeister, abführen. Paul. 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 Ruhig, Hete. Ich komm schon wieder. Frau Fendt. Nur hören Sie mich mal an. Sie sind doch eine anständige Frau. Wir müssen doch die Person herausbekommen, die ein so schweres Verbrechen begangen hat. Nicht? Na ja, schauen Sie sich doch mal Ihr Kind an. Wer hat denn nun Ihre Tochter so furchtbar zugerichtet? Verbrechen? Verbrechen? Wenn das Kind zur Mutter kommt in Todesangst. Was? Was? Sagen Sie, was soll das heißen? Wollen Sie damit etwa sagen, dass Frau Fendt selbst die Tat begangen? Jawohl! Sie hat's getan. Und jede Mutter hätte es getan. Na. Frau Fendt? Nein. Nein. Mutter, nicht! Nein, bleib hier, Mutter! Nicht! Lassen Sie die Frau noch ein paar Stunden hier. Es sind vielleicht die letzten für das Mädchen. Na also, Frau Fendt, dann können Sie vorläufig noch hier bleiben. Aber auf jeden Fall muss ich Sie bitten, sich bereit zu halten. Zehntausend müssen sterben. Hilft uns denn niemand?